Joni! Conny! Torte! Billy! Die wichtigste Ausstellung über das Reich der Inkas, die je in Europa gezeigt wurde. Die Kiste auch in Saal 7. Sag Mama, dass ich gleich zum Essen komme. Und vorsichtig, ja? Da ist eine original nachgebaute Tempelanlage drin. Ganz vorsichtig. Ja, mein Gott, das kann doch... Oh, das ist noch mal gut gegangen. Mahlzeit! Ja, die Kiste soll rauf im ersten Stock. Mahlzeit, Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit, Conny. Mahlzeit, Joni. Ey, ihr sollt doch den Nebeneingang gehen, nicht mehr hier durch. Museum für Völkerkunde, Mahlzeit? Ja, die Öffnung ist in 3 Tagen. Jawohl. Mahlzeit. Das soll Schmuck sein? Für die Inkas damals nicht. Das waren Kult- oder Gebrauchsgegenstände. Für Feiern oder so. Oder wenn der König mal eine Party gab. Oder wenn hoher Besuch von einem anderen Stamm kam. Oder wenn der Mediziner... Du hast aber gut Bescheid, nicht? Hat mir alles Paps erzählt. Eben. Hauptsache ist, ich habe alles behalten. Das ist wichtig. Ey, ey, ich stell mir gerade so vor, wenn die in 1000 Jahren oder so die Brille von unserem Bundeskanzler ausstellen, dann heißt es, immer wenn der Oberste des Stammes eine Rede an sein Volk hielt, nahm er dieses seltsame Ding ab und setzte es wieder auf. Das war dann das Zeichen für die Bedeutsamkeit und die Wichtigkeit seiner Worte. Und Schlipse werden die auch erstellen. Und Autos und Hüte und Flugzeuge und... Toll, die Masken. Wow. So ganz sicher sind wir uns da nicht. 13. oder 12. Jahrhundert? Wahnsinn. Ja, ja. 800 Jahre. Auf jeden Fall sind die Masken der Höhepunkt der Ausstellung. Man hat sie erst vor 12 Jahren gefunden in einem Pyramidengrab. Es war eine Riesensensation. Ja, die Dinger sind ein Vermögen wert. Unbezahlbar. Es war fast unmöglich, sie zu versichern. Und wie alt sind die? 800 Jahre? Boah. Und die glänzen immer noch wie ein Goldzahn? Gold glänzt immer. Außerdem muss ich noch eine englische Nacherzählung machen. Mit mindestens 20 neuen Vokabeln. Und du meinst, dass Bibs dir dabei besonders gut helfen wird, hm? Klar, stimmt's, Bibs? Mama hat keine Ahnung. Na, und du hast natürlich keine Hausaufgaben auf, ne? Ich? Mhm. Da muss ich erst mal nachdenken. Ich glaube schon. Ich guck mal nach. Wahrscheinlich habe ich keine auf. Und mach die Musik nicht so laut. Joni, Conny, Papa bekommt noch Besuch. Wir gehen erst in die Ausstellung. Rakowski will die Masken sehen. Bleib ganz ruhig, Hermann. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Außerdem ist doch alles versichert, ne? Ja, ja. Also.
Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Hermann, die müssen jeden Moment hier sein. Ganz ruhig, Hermann. Die sind unersetzlich. Fritz, unersetzlich. Und Sie sind sicher, dass die, die sich jetzt hier in der Vitrine befinden, Kopien sind, nicht wahr? Sehr gut gemacht. Verflixt gute Fälschungen. Und Sie können versichern, dass Sie wirklich vorgestern am... Samstag. Am Samstag. Die Originale aufgestellt haben, nicht wahr? Natürlich. Ich habe sie ja selbst in der Hand gehabt und in meinem Sohn ausgestellt. Wo ist er denn, Ihr Sohn? Da. Kind. Ein Kind. Da ist er ja, der kleine Sachverständige, nicht wahr? Und du hast mit deinem Vater zusammen vorgestern diese Masken ausgepackt. Und du verstehst was davon, nicht wahr? Er ist fast schon ein Fachmann in Sachen Indianer, Azteken und Inkas. Das Kind ist ein Fachmann. Also gut. Am Sonnabend habe ich die Maske mit meinem Vater ausgepackt und aufgestellt. Und heute Mittag haben sie geglänzt wie ein Goldzahn. Wie ein Goldzahn? Ruhe. Und du meinst, dann waren es keine Originale mehr. Und der Pförtner, ich meine, wo war der denn? Herr Kommissar, also bei mir ist nichts weggekommen. Erfordert unbedingt den großen Ratschlag. Bruder, sitzender Büffel, sprich. Gut gesprochen, Schwester, sprechender Vogel. Da selbst faltiges Ohr und rote Feder ratlos sind und voller Sorgen, müssen wir uns auf den Pfad machen. Was hast du gesagt? Papst und Mami wissen nicht mehr weiter, also helfen wir. Hau, ich habe gesprochen. Papst hat gesagt, die falschen Masken sind aus Kupfer und Messing gemacht. Das ist sehr selten, so eine Legierung. Faltiges Ohr hat gesprochen, dass die Polizei das falsche Gold noch untersucht. Scheiße, was nun? Die Sprache meiner Schwester. Schon gut, reg dich ab. Was machen wir denn jetzt? Pferdensuche. Und wo sitzen der Büffel? Im großen Wigwam, Hau. Hier, im Museum? Mensch, die sind am Wochenende reingekommen und haben über die Nacht die Masken ausgetauscht. Am Tag geht das doch nicht. Hau. Nachts? Dann haben die sich hier einschließen lassen, meinst du? Und wo? Genau hier oben. Sprechender Vogel denkt wie sitzender Büffel. Oh, Schreck. Thank you.
Ich will ins Bett. Halt! Was denn? Sprechende Schwester. Was ist denn? Da unten. Rauchen ist hier streng verboten. Krumme Hunde. Mein Bruder redet Scheiß. Micha steht da drauf, krumme Hunde. Sag mal, ihr geht wirklich davon aus, dass sich der oder die Diebe auf eine Anzeige in den Zeitungen melden, die Masken zurückgeben und die ganze Affäre in aller Stille erledigt wird? Die Masken sind so gut wie unverkäuflich. Ich hoffe nur, dass sie die nicht einschmelzen. Die Versicherung will sogar noch eine Belohnung aussetzen. Eine Belohnung für die Diebe. Für die Versicherung ist es doch besser, einige zigtausend Mark zu zahlen, als den vollen Wert zu ersetzen. Mehrere Millionen. Will die Polizei verhandeln, Papst? Zunächst wenigstens. Und wenn wir die Sache... Mehrere Millionen? Was meintest du? Ist schon gut. Das finden wir auch gut, das mit dem Verhandeln. Aha. Das geht's noch gut. Was hast du eigentlich? Mir geht es sogar sehr gut. Verraten was denn? Ich hab doch gar nicht verraten. Das ist er. Ach, der gehört ja schon fast ins Museum. Weil er so schön ist. Ah. Aber er ist tadellos in Schuss. Ah, toll, ist er wunderbar. Gratuliere, ich könnte dich beneiden. Oh, bitte, Conny, du lass es. Oh, das klingt ja schrecklich. Conny, du lass mal, bitte. Hey, das ist kein Spielzeug. Ja, komm, Thorsten, ist schon gut. Entschuldigung, ich hab nur so einen Schreck gekriegt. Tochter heiße ich übrigens. Sagen alle zu mir. Außer Mutter. Ich bin Conny und das ist meine Schwester. Ich bin Joni. Na, wie geht's, Torte? Ich. Ha, da kommt die Chefin. Meine Mutter, Mama, ist manchmal nicht. Kommen Sie, wir machen eine Probefahrt, damit Sie das auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Dr. Löffel. Fennette. Ja. Tag, Frau Löffel. Und Heinrich, stell das weiße Auto mal. Das mach ich. Kurz. Komm, na, da bin ich ja gespannt. Ach, du willst vorne sitzen? Ja, willst du bitte vorne sitzen? Nein, 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 bitte, nein, wenn du vorne, nein, bitte, mach doch keine Umstände, ja, setze ich jetzt rein. Ich setze mich hinten rein, so, danke schön. Ja, aber an. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier? Na klar, Torte will uns den Platz zeigen. Wie bitte? Ach so, ja, gute Idee. Gut, wa? Und warum spricht deine Mutter so komisch? Wir sind aus Holland. Und warum heißt denn dein Vater Müller? Mein Vater ist tot. Untergegangen mit einem Schiff in einem Sturm. Tut mir leid. Müller ist nur ein Freund von uns. Der arbeitet schon ewig hier. Billy, auf! Oh, ist das deiner? Klar. Billy ist der verrückteste Hund der Welt. Guck mal. Geil. Ja, brav, Billy, ja. Mit Billy im Museum wäre das mit den Goldmasken bestimmt nicht passiert. Sei doch leise, Mensch. Was ist los? Haben die bei euch was geklaut? Nix, nicht so wichtig. Erzähl doch mal, was für Goldmasken? Zeig uns doch mal hier was. Wir haben noch gar nichts gesehen. Na, komm mit. Und erzähl doch, was die geklaut haben. Hier versuchen die nämlich auch immer wieder was zu klauen. Die kosten Millionen und sind über 1000 Jahre alt. Du Quatschkopf, 800. 1000. 800? Wer 1000? Ist die Frage? Warum ich sage 800? Thank you.
Thorsten, mach mal langsam. Also, bitte, jeder einzeln. Ja? Also Heinrich, die beiden Typen vor 2 Wochen oder so, die Kupfer-Messingplatten-Typen meinen wir. Was für Typen? Der alte mit dem jungen Dicken da, die hatten doch so einen großen blauen Wagen mit so einer komischen Nummer. 800 oder 865 oder 56. Stimmt doch, oder? Und die sahen doch aus wie Gangster, stimmt's? Die haben nicht bei uns... Ich verstehe überhaupt nichts. Und die Gangster haben die auch nicht ausgesehen. Gut, sie haben sich ein bisschen sonderbar benommen, haben kaum geredet und... sofort bezahlt, ohne zu handeln. Aber Gangster, wieso eigentlich? Kupfer-Messingplatten? Das sind sie! Ja, das sind sie! Hallo, einen Kupfer-Messing-Typen geraucht, Heinrich? Ob die geraucht haben? Warum? Wo stand der Wagen von denen? Der Wagen? Nur vorne am Tor. Warum willst du das eigentlich wissen? Was macht der Raucher, wenn er in den Wagen einsteigt? Ja, sag mal, ich verstehe ja überhaupt nichts mehr. Danke, Heinrich. Er wirft die weg. Na klar. Los, los. Hey, Thorsten, Torte. Da müssen wir ja nicht erklären. Da vorne, los, kommen. Wir kriegen die. Die kriegen wir. Hier, genau hier. Los, suchen. Willi, hilf uns. Ich sehe nichts. Meine Brille. Nimm die Brille ab. Klar, genau hier. Ich hab. Was denn? Scheiße! Ich kann nichts sehen! Such doch ohne Brille! Glück, Mann! Kein Mensch sucht krumme Hunde im Regen! Aber wir! Glück, Mann! War das überhaupt hier? Ich kann nichts sehen! Jetzt lass doch das Plastik in Ruhe. Was willst du denn damit? Mist, ich sehe nichts! Glück, Mann! Konrad! Johanna! Oh nein! Kummer Hund. Kummer Hund. Du sagst es. Was meint ihr, wie viele Leute diese krummen Hunde rauchen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, ihr habt Ahnung. Sagt mal, wir haben doch die Autonummer von denen. Wollen wir nicht doch lieber die Polizei einschalten? Nein, auf keine Frage. Kommt nicht in Frage. Na, dann lasst euch was einfallen. Hier finden Sie, gnädiges Fräulein, die feinsten Havanna, die edelsten Sumatra. Was Ihr Herz sich wünscht, das Haus Tiefs führt die exklusivsten Qualitäten seit weit über 100 Jahren. Der Kenner verlässt unser Haus stets zufrieden. Verzeihen Sie bitte, aber die Herrschaften möchten die Zigarillos doch sicher nicht für den persönlichen Gebrauch? Auf jeden Fall!
Also, ganz bestimmt nicht. Sehr schön. Vielleicht später mal. Suchen Sie eine bestimmte Sorte. Krummer Hund. Kein Problem. Mann, haben wir ein Schwein! Glück, er meint Glück. Keinesfalls Glück, sondern das Resultat sorgfältiger Planung im Dienste des Kunden. Wissen Sie, unser Kätzchen ist nämlich weggelaufen. Ah. Sie war noch ganz klein und dann haben wir Zettel aufgehängt, überall. Und dann hat sich auch bei uns ein Mann gemeldet und die Katze abgegeben. Aber da waren wir in der Schule und zu Hause war nur halt Tante Elsbeth. Und die ist völlig taub. Die sieht, hört überhaupt nichts. Und dann hat sie auch vergessen, den Mann nach seiner Adresse zu fragen. Ja, und jetzt wollten wir uns halt bei diesem Tierfreund bedanken. Und wir wissen nur, dass er schütteres Haar hat, die Zigarillos raucht, die es in ihrem schönen Laden gibt, etwas älter ist und einen blauen Kombi mit einer 800er Nummer fährt. Priebe, der alte Priebe. Da kommt nur der alte Priebe in Frage. Ich wusste gar nicht, dass der so ein sympathischer Tierfreund ist. Aber ich weiß, dass er ein hervorragender Goldschmied ist. Er und sein Sohn. Ein Künstler ist der alte Priebe. Die Masken. Mann, ich muss pinkeln. Junior! Ja, hier! Im Schuppen! Das ist der andere! Zeitung. Ach du herrliche. Mensch, noch ist nichts passiert. Reg dich nicht auf. Die wissen doch jetzt Bescheid. Ja und? Willst du etwa auf das Angebot der Versicherung eingehen? Und was anschließend mit den Bullen? Wir hätten uns nie erpressen lassen sollen, Franz. Hoffentlich kommen wir da wieder raus. Anständig wieder raus. Wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wären wir nicht nur das Haus und den Laden los, sondern wären wir auch noch bis über die Ohren verschuldet. Für alle Zeiten. Heute wäre mir das lieber. Glaub mir das, Franz. Ich muss. Komm, Vater, komm. Noch ist nichts passiert. Du redest vielleicht einen Stuss. Nichts passiert. An Dorschel traut sich keiner ran. Der hat sich aus allem rausgehalten. Aber wir sitzen drauf. Am Wochenende kommt der Dorschel und holt die Masken ab. Und dann ist alles in Ordnung. Hoffentlich, Junior. Hoffentlich. Er hat das gesagt und da kannst du dich drauf verlassen. Ja, was glaubst du? Er ist zwar ein Gangster, aber er ist zuverlässig. Ich weiß das. Was ist denn los? Komm, ich hab ihn die Hose gemacht. Zur Strafe bleibst du hier. Wache schieben. Johnny! Johnny!
Fräulein Franz, dieser Artikel über die Goldmasken, der wird nicht uns. Behalt jetzt die Nerven, uns kann überhaupt nichts passieren. Was sagst du? Nein, das Museum ist außerdem versichert. Museum versichert. Die Goldmasken sind spätestens am Wochenende aus dem Haus. Der Dorschel hat es uns versprochen. Dorschel uns versprochen, ja. Ja, und der Dorschel ist auch zuverlässig. Ach, zuverlässig? Ich rufe die Versicherung an. Bist du denn wahnsinnig? Willst du die nächsten 10 Jahre im Gefängnis zubringen? Das Museum ist nachts geschlossen. Thorsten, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du hier übernachten willst. Wir warten. Sind die Originale? Aber wieso? Wieso sind sie denn wieder da? Thorsten, was ist denn los? Wir haben sie einfach ausgetauscht. Das stimmt. Ausgetauscht?